So, herzlich willkommen zurück bei Age of Empires. Wir haben letztes Mal es geschafft, ein Weltwunder abzureißen. Und den Roten hier größtenteils sogar wegzubekehren. Eine, wie ich finde, großartige Sache. So. Die bekehre ich nicht, das ist, sind komische Fußsoldaten. Nein, und wir greifen nicht die Typen da oben an. Ihr macht hier die Gebäude kaputt. Die schaffen es sich schon, gegen ein paar Bronzeschwertkämpfer zu wehren. So. Oh, fucking hell. Ja, warte, zwei, zack, zwei. Also ihr greift auch nichts weiter an. Ich muss mich jetzt hier oben kurz verteidigen. Aber das sollte Alexander auch selber hinkriegen. Gegen die paar. So. Zack. Jetzt den Tempel weg. Und dann baue ich hier mein Dorfzentrum rein. So, damit sollte ich jetzt genug Dorfbewohner für mein Unterfangen haben. So, da kann ich mir wieder eine Phalanx bekehren. Wow, der hat es geschafft, den Priester zu töten. Der hat es geschafft, meinen Priester zu killen. Gemein. So, ja, ich weiß, ich muss mehr Häuser bauen. Dafür seid ihr drei jetzt ja da. Ihr könnt ja schon mal hier hingehen. Wenn der Turm weg ist, bin ich drin. Und dann wird hier erstmal richtig Economy aufgebaut. Ja, großartig. So, ihr drei Dorfzentrum hierhin. So. Jetzt baut ihr noch mal ein paar Häuser. Wo ist meine Maus? Oh, meine Batterie ist leer. Moment. Eben schnell mal den neuen Akku rein. Hallo, Maus. Danke. Okay, Lagergrube. So. Ja, ich weiß, ich werde da jetzt angegriffen. So. So, der hat zum Glück relativ schlechte Soldaten. Ihr stellt euch dann jetzt mal da oben hin. Die scheinen ja von da zu kommen. So, ein weiterer Dorfbewohner für mich. Ihr macht bitte da mal den Wall noch kaputt. Zwei Leute, die Gold abbauen.
Du baust hier zwei Türme hin. Weil die Gegner ja scheinbar von da kommen. So, und der Rest von euch begibt sich jetzt auch hier rüber. Jetzt mache ich hier nämlich meine Basis auf. Da habe ich auch vernünftig Rohstoffe. Da wird alles leichter. So, aber die hier unten sollte ich trotzdem nicht vergessen. So, zack. So, er macht eben dieses eine Stückchen Mauer da kaputt. Mich wundert, dass der Rote nicht tot ist. So, und dann baut hier eine Lagergrube. Hier hin. Die machen eben schnell noch das Stückchen Mauer da kaputt. So. Zack. Jetzt kann ich hier abbauen. Perfekt. Ich denke, wir haben jetzt etwas, wo wir unsere Economy hinbauen können. Nach unten sollte ich mich natürlich auch noch absichern. So. So, du heilst den ganzen Spaß. Und ihr stellt euch da oben hin. Macht gar nichts mehr. Okay, perfekt. So, du brauchst jetzt hier kann ich, glaube ich, am Ende nur noch Feldzucht betreiben, wenn ich hier fertig bin, aber das passt. So, ich habe auf jeden Fall ordentlich eigentlich brauche ich nicht noch einen Dorfbewohner oder zwei. So. So. Ah. Geh mal den Dorfbewohner hier kaputt machen. Okay. Dann stellst du mal hier noch einen Turm hin. Ich habe eh zu viele Dorfbewohner. So, dann brauche ich Akademien und Waffenschmieden. Eigentlich brauche ich nur Akademie. Ach, guck mal, hier ist sogar zu. Von hier kann gar nichts kommen. Ich muss die ganzen Entwicklungen auch noch machen. Ja, das kann ja lustig werden. Durch Aristokratie. Und meine Reiter würde ich aber auch ganz gerne weiterentwickeln.
Und was haben wir hier noch? Sonst aber, glaube ich, nichts mehr, ne? Nö. Okay. Dann stellt ihr euch mal dahin. So, das hier wird unsere Nahrungsproduktion. Phalanx ist fast fertig. Dann baust du mal mir einen Kornspeicher hier oben hin. Dasselbe könnt ihr beide auch machen. Nee. So. Centurio. Bitte danke. Ach du Kacke. Es war ja so teuer, die Centurio-Erweiterung. Die zittern alle ein bisschen. Haben die Angst. So. Okay. Was ist mit meinem Elefantenschützen eigentlich? Warum steht der da hinten? So. Okay. Ach, der gehörte auch zu denen dazu. Das hier war ja meine Abwehrarmee. Da kommt 1800. Kann doch nicht so lange dauern. Ich könnte theoretisch, weil ich mich recht sicher fühle im Moment, mal einen kleinen Vorstoß wagen. Hier unten kommen viele rote Dorfbewohner her. Okay, das sind zu viele. So, ich hoffe, es ist nur noch der eine übrig. Wo ist mein Priester? Die bekehre ich mir nämlich, glaube ich. Hä, wo kommen die jetzt alle her? Oh fuck, die können... Oh nein. Okay, ich weiß, wo ich angreifen gehen muss. Von da unten wird ja erstmal keiner kommen. Ich habe verstanden, die persische Armee, die mich so nervt, kommt von da oben. Und hat hier ein wahres Nest an Dorfbewohnern. Das kostet ihn jetzt Ressourcen. Kostet ihn jetzt richtig Ressourcen. So. Kann ich meine Türme eigentlich schon weiterentwickeln? Nee, brauche ich mehr Steine für. Ich habe auch gerade keinen freien Dorfbewohner mehr. Aber ich kann hier ordentlich abreißen. Das sollte auch verhindern, dass der allzu bald ein neues Weltwunder baut. So. Einen Typ zum Stein abbauen wäre aber nicht schlecht. So, und die können hier oben in Ruhe alles abreißen. Perfekt. Ich glaube, ich kann jetzt auch... Jawohl, die zum Centurio weiterbilden. Ach komm, lass den in Ruhe.
Kannst lieber den da heilen. Den Hafen würde ich mal am liebsten nicht angreifen. Denn wenn ich mich nicht irre, müsste ich mit dem ja handeln können. Das würde sämtliche Probleme auf einmal lösen. Dann brauche ich nur noch Holz, um weiter Felder bauen zu können. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da mich an dem Hafen für Goldhandel bedienen darf. Das wäre richtig, richtig gut. Nein, ihr greift den Hafen nicht an. Jungs. Nehmt euch. So, irgendwo ist ein Feld abgeerntet. Wenn ich hier oben lang laufe, wo komme ich dann überhaupt raus? Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinlaufe. Ah, schön hier. Wir sind auf jeden Fall wieder der Rote. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wähle ich mal noch 5 Centurios aus. So, bitte so rum. Und dann muss ich meine Felder mal auf Vordermann bringen. Und ich kann tatsächlich Handel treiben. Das ist ein sicheres Goldeinkommen. Da brauche ich sogar noch 2 Handelsschiffe mehr. Dann würde ich sagen, gucke ich mal, wo ich hier oben eigentlich bin. Das ist auf jeden Fall eine echt große Karte. So. Okay, die Perser scheinen hier zu sein. Ich möchte meine Katapulte haben dafür. So, dafür bräuchte ich meine beiden Katapulte da oben. Ich möchte aber, dass das hier lang geht. Zack. So, und da unten wurde ich gerade von einer Armee Dorfbewohner angegriffen. Das ist in Ordnung. Ich weiß auch, dass da unten noch ganz viele sind. Aber so. Dann würde ich gerne als nächstes genau, ich wollte mir einen Priester holen. Ich gehe nämlich davon aus, dem ist bewusst, dass der die na großartig, mein Steine, eigener Steinewerfer. Könntet ihr den jetzt killen? Danke. Ein eigener Steinewerfer greift mich an. Toll. Werde ich noch angegriffen?
dass die Einheiten immer so Kilometer weit wegrennen. Das ist echt blöde. Hat er jetzt seinen Priester ausgebildet? Ja, da kommt er. So, dann gehe ich nämlich da unten mir die Phalanx bekehren. So, zack. Na toll, er hat es geschafft, ihn zu killen. Aber der hat so viele Dorfbewohner, der Rote. So, dann schick mal die restlichen auch her. So, ich sorg mal dafür, dass er keine weiteren von den Spacken ausbilden kann. Und der da oben kann in aller Ruhe die Dorfbewohner killen. So, jetzt da. Geht mal ein bisschen stechen. So. Und hier das Doppelkatapult. Geht angreifen. Perfekt. Das müsste jetzt eigentlich ganz gut funktionieren. So, die wurden unten geschlagen, das war klar. Nahrungsproduktion kann ich weiter oben halten. So viel gleichzeitig, auf das man hier achten muss. Diesen Katapult-Spam so unfassbar. Macht die Katapulte kaputt, bitte. Dann stützt euch auf die Dorfbewohner. Perfekt. So. So. Okay. Sie werden, glaube ich, fast alle umkommen, aber ich habe beträchtlichen Schaden verursacht. Okay. Hier kommen auf jeden Fall die Typen her, mit denen mich die ganze Zeit nerven. So, und jetzt würde ich gerne noch eine Sache ändern, nämlich möchte ich
das da entwickeln und dann gehe ich nämlich auf Helepolisse. Sehr, sehr geile Einheit. Dafür brauche ich ein paar Ballisten. Das Gute ist, dass der sich scheinbar auch nicht mehr mal richtig wehren kann. So, komm. Jawohl, Dorfzentrum ist abgerissen. Jetzt kümmerst du dich um die... Das ist eigentlich der Gelbe. Der baut wahrscheinlich auch noch ein Weltwunder. Gehen wir hier runter und heile ein bisschen. Wo werde ich angegriffen? Ihr könntet aber mal nach hier unten gehen. Bevölkerungslimit von 50 ist halt auch nicht ganz so geil. So. Zack, auf Helepolis. Und ihr geht dann erstmal nach da oben. Helepolis ist auch eine Belagerungswaffe. Ähnlich wie das Katapult, hohe Reichweite, stark gegen Gebäude. Allerdings kann sie keinen eigenen Einheiten Schaden machen. Und deswegen benutze ich die 100 mal lieber, weil mit den Katapulten treffe ich mich immer nur selber. So. Okay, die haben aber ordentlich Schaden schon mal angerichtet. Würde ich gerne mit dir den Turm angreifen. Warum fällt ihr kein Holz mehr? Ach, weil ihr eigentlich Gold abgebaut habt. Ja, dann macht ihr damit weiter. Und drei Felder brauche ich auch noch. Ich habe die letzten Runden immer mit größerem Bevölkerungslimit gespielt. So. Und ihr geht jetzt euch mit der anderen Armee zusammentun. Zack. Entschuldigung. Das Katapult ist hier auch ordentlich am Arbeiten. Alles optimalstens. Wo werde ich jetzt angegriffen? Töte ihn. Ich glaube, meine Helepolis wird sterben. Ja. Bye bye, Helepolis. Egal, wir gehen denen auf jeden Fall ziemlich auf die Nerven. Und das ist die Hauptsache. Also, ihr kommt alle auf die 3. Und parallel entwickle ich auch noch Alchemie für erhöhten Schaden auf denen. Eine Helepolis hat 10 plus 2, das Katapult 12 plus 2. Katapult ist natürlich von der Reichweite her stärker. Aber dafür kann es halt meinen Einheiten auch Schaden machen. Wurde bekehrt. Was zur Hölle? So,
bilde ich 10 von denen aus. 1, 2, 3, 4, 5 Heliopolisse. Das ist dann meine Verteidigung. So. Und den, die persische Armee nehmen wir jetzt völlig auseinander. So. Heliopolisse machen natürlich auch keinen Flächenschaden. Das heißt, Gebäude daneben gehen nicht kaputt, aber das will ich gerade auch gar nicht. So. Das Bevölkerungslimit nervt. So. Heliopolis heile ich natürlich direkt wieder. Wenn der meint, mich angreifen zu müssen. So. Ich denke, jetzt habe ich mit keiner Armee mehr zu kämpfen. Sehr schön. Ich glaube, ich bin hier zum größten Teil durch. Ein paar Türmchen noch kaputt machen. So. Rohstoffe zu bekommen sollte hier auch gar kein Problem sein. Und zack. Und weg. Und ich habe aus Versehen einen Elefanten getötet. Es tut mir leid. Ah, da unten sehe ich neue Befestigungen. Okay, da unten wird es dann wieder ein bisschen ekliger. Dann würde ich sagen, gehe ich mir erstmal mit meiner ganzen Armee nach da oben. Damit ich... ich sollte unter Umständen vielleicht auch mal euch dazu hinzufügen. Weil ich dann erstmal hier oben die Türmchen wegnehme. Bevor ich irgendwas anderes mache. So, wir sind auch schon wieder bei über 30 Minuten. Das geht jetzt immer so schnell. Ah gut, die Kampagnen werden mittlerweile auch deutlich länger. Und tschüss, Turm. Da ist der nächste dran. So, sind schon wieder irgendwelche Felder fertig abgeerntet. Holz wird auch langsam rar auf dieser Insel. Ich habe so viele Ressourcen. So, das Einzige, was mir halt fehlt, sind noch ein bisschen Steine. So, ihr macht den nächsten Turm kaputt. Okay. Ich glaube, hier schafft es auch keiner mehr, ein Weltwunder auszubauen. Dass wir die eine Basis von diesem Roten kaputt gemacht haben, hat echt enorm geholfen. So, und jetzt nähern wir uns von oben dieser Festungsanlage. Aber um die Festungsanlage kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.